Manche Gläubige benutzen Gebet wie eine geistliche Wunschformel. Sie denken, naja, beten ist immer gut. Gebet kann nie schaden. Und man weiß nie, ob es nicht doch was bringt. Und sie hoffen auf so eine Art geistlichen Hauptgewinn in der Lotterie. Sie spielen geradezu damit herum. Aber ich möchte dir sagen, wenn das dich betrifft, die Wahrscheinlichkeit, dass du durch das Gebet tatsächlich etwas empfängst, ist sehr gering. Und viele Leute entschuldigen dann, dass sie keine Gebetserhörung erhalten, damit dass sie sagen, naja, man weiß nie, Gott ist souverän, man weiß nie, was er tut oder was er nicht tut, wie er handelt. Er wirkt auf wundersame Weise. Weißt du, dass das eigentlich nicht richtig ist? Die Bibel teilt uns glasklar mit, welche Resultate wir zu erwarten haben, wenn wir für bestimmte Dinge beten. Und ich lade dich ein, dein Gebetsleben einfach einmal umzukrempeln und wirklich ernsthaft zu beten. Sei dir bewusst, welche Macht dein Gebet hat. Welche Macht das, was du betest, für dich und dein Umfeld, deine Familie hat. Durch Gebet kannst du gewaltige Dinge freisetzen. Und es geht hier um eine große Sache. Du sprichst mit Gott. Es ist kein Spielchen, wo es darum geht, ein paar kleine Benefits für unser Leben zu gewinnen, sondern um etwas wirklich Großes. Die Bibel sagt beispielsweise im Jakobusbrief, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Das heißt, wenn du nichts hast, dann kann es daran liegen, dass du überhaupt erst gar nicht gebetet hast. Oder aber es kann daran liegen, dass du falsch gebetet hast, dass du nicht gemäß den Vorstellungen Gottes gebetet hast. Und genau das ist der Punkt. Wie betest du eben so, dass es nicht falsch ist? Ganz einfach. Indem du die Bibel nimmst und dir bewusst machst, was sie dir zuspricht. Das, was sie dir zuspricht, das ist wie ein geistlich verbrieftes Recht. Du kannst diese Sachen nehmen und im Gebet vor den Herrn bringen und sagen, da steht's, ich berufe mich auf diese Bibelstelle. Das steht mir zu als deinem Kind. Und das sprichst du im Gebet aus, proklamierst es vor der geistlichen Welt und das setzt wirklich Dinge frei. Das setzt wirklich Dinge frei. Durch Gebet kannst du Großes bewegen für dich und die Menschen in deinem Umfeld, ja, für eine ganze Nation. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Das sagt Jesus. Er sagt, wenn ihr empfangt, dann werdet ihr voller Freude sein. Warum? Weil ihr etwas Gutes vom Vater empfangen habt. Gebet hat gewaltige Verheißungen. Und auf unserer Webseite sind Zusagen Gottes, die die Bibel dir gibt, die für dich gelten, notiert. Da kannst du dich mit beschäftigen, kannst das in deinen Geist aufnehmen und sagen, was steht mir als Kind Gottes zu? Und fang an, konkret, gezielt, bewusst in diese Richtung zu beten. Und du wirst sehen, dass du geistliche Resultate in deinem Leben siehst. Du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.